So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und in der letzten Folge haben wir uns 2-0 gegen die Hertha aus Berlin durchgesetzt. Es war ein gutes Spiel der Mannschaft, ich bin zufrieden, es geht bergauf, wir finden zu unserer Form der letzten Saison wieder, vor allen Dingen Weiser hat ein überragendes Spiel gemacht. Und ich hatte in der letzten Folge nochmal nach vielleicht ein paar Verstärkungen noch gefragt und der, ja, Mavi hat geschrieben, guck doch mal nach Oliver Torres. Ist auf der offensiven Mittelfeld- und Zentralmittelfeldposition natürlich auch noch ein Spieler, der vielleicht nochmal so ein bisschen, auf jeden Fall mit Stammspielerqualität, würde ich sagen. Wir haben ihn mal, er ist zurzeit tatsächlich vereinslos und ich habe ihn einfach mal zum Probetraining eingeladen. Wir gucken, wie ist der Stand bei ihm. Also egal, wie der Stand bei ihm gerade ist, ich denke, wir werden ihn verpflichten, weil so einen lasse ich mir nicht durch die Arme gleiten. Dann wurde noch geschrieben, schau doch nochmal, ich weiß gerade gar nicht genau, von wem es war, aber schau doch nochmal nach einem Innenverteidiger, genau, der Daniel war das, weil mit drei Innenverteidigern ist es vielleicht nicht so einfach, die Dreifachbelastung zu kompensieren. Machen wir. Shawcross ist gerade auch umsonst, gucken wir nach, ist ein sehr guter Spieler, könnte vielleicht sogar Stammspielerqualitäten bei uns haben, vor allen Dingen ist er ein Leader, den wir so noch ein bisschen brauchen vielleicht sogar. Ich denke, er ist ein wichtiger Mann oder könnte ein wichtiger Mann werden. Ich habe ihm ein Vertragsangebot gemacht, 2,3 Millionen Gehalt, ist jetzt nicht wirklich viel. Was er bekommt für so einen Spieler, er ist natürlich ein erfahrener Spieler, er ist ein etwas älterer Spieler, aber ich denke, gerade bei den ganzen alten, jungen Spielern, die wir benutzen oder die wir haben, ist so ein erfahrener Spieler nicht so schlecht oder gar nicht mal so fehl am Platz, dadurch, dass wir halt wirklich nur sehr junge Spieler haben. Jetzt ist halt die Sache, wenn jetzt noch Oliver Torres kommt, wir haben Jojic und Özcan. Da würde ich Jojic erstmal auf die Reserve packen und wahrscheinlich Oliver Torres wird wahrscheinlich schon eine ganze Weile jetzt ohne Verein sein. Seit dem 30.06.2018, also er ist jetzt ungefähr 2 Monate vereinslos. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis er wieder bei seiner Stärke ist. Aber ich denke, selbst wenn er jetzt, wenn sich herausstellt, dass er nur eine 70 hat als Stärke, ist er dennoch ein sehr wichtiger Spieler werden, der natürlich erstmal aufgebaut werden muss. Aber er ist sehr talentiert und er hat auch schon sehr gute Werte. Deswegen. Und ich denke, er kann offensiv wie zentral spielen, also wäre er natürlich Jojic in besser und jünger. Gut, soviel dazu. Gucken wir, ob wir das noch rumbekommen. Dann machen wir unseren Kader noch ein bisschen breiter. Und ich denke, das wird ganz gut werden. Wir haben spielfrei jetzt am Wochenende. Wir nutzen das Ganze, um nochmal ein Freundschaftsspiel zu organisieren. Wir spielen mal gegen Saarbrücken, würde ich sagen. In Saarbrücken natürlich, damit die nicht zu uns kommen müssen. Machen wir einfach nochmal ein Freundschaftsspiel. Dann auch schon außerhalb des Transferzeitraums. Ja, wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr, dann Spieler zu verpflichten. Das möchte ich auch gar nicht mehr machen, gerade bis zum Winter auf jeden Fall. Bleiben wir erstmal jetzt mit dem Kader, den wir haben. Es läuft gut. Und das ist jetzt so, wir haben jetzt zweimal unentschieden gespielt und einmal gewonnen. Ist okay, ist alles im Rahmen, wir sind dabei. Und jetzt spielt erstmal unsere zweite Mannschaft, die wir jetzt noch haben. Und gewinnt 2-0 gegen Erkenschwick. Ja, auch unsere zweite Mannschaft ziemlich gut unterwegs. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Wie gesagt, ich habe auch bei allen so ziemlich jetzt die Trainingsziele selber eingestellt. Und ich hoffe halt, dass sie sich dadurch noch ein bisschen besser weiterentwickeln. Wir gucken mal rein auf das Ergebnis der zweiten Mannschaft, die jetzt übrigens auf den dritten Platz dadurch gesprungen ist. Also Mission Aufstieg könnte sogar ein Thema sein. Stocker und Sedicki haben getroffen. Bin ich auch eigentlich zufrieden mit. Sehr schön. Also zweite Mannschaft läuft eigentlich auch ganz gut. Ja, müssen wir aber mal weiter beobachten. Ist auch die drittstärkste Mannschaft der Liga. Also hat er durchaus das Potenzial, auch aufzusteigen. Und die dritte Liga wäre natürlich super für Talente, damit sie nicht in der Regionalliga spielen müssen. Allerdings ist der Aufstieg aus der Regionalliga auch ziemlich schwer durch die Relegation. Gut. Dann
Gehen wir weiter. Was mir gerade auch einfällt, ich habe gerade zusammen mit dem Kalle, ja, dem Moritz und noch dem Erik, wir haben zusammen einen kleinen Fußball-Talk gemacht, den der Kalle schon öfter macht. Und Tobias Trautmann wird angeworben von Bayern. Wir nehmen ihn natürlich in unsere zweite Mannschaft, wenn er es akzeptiert. Gut, das war jetzt ein bisschen das war jetzt so ein bisschen mies. Shawcross wechselt übrigens schon wieder zu einem anderen Verein. Ich hasse es. Mann, warum machen die das denn immer? Ich bin der verdammte Meister. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Innenverteidiger mehr, der vereinslos ist, oder? Naja, so... Ach, fuck. Das wäre jetzt richtig gut gewesen, wenn wir nochmal so einen schönen Innenverteidiger bekommen hätten. Wir schauen gerade nochmal nach Innenverteidiger. Vielleicht kaufen wir auch jetzt noch einen Innenverteidiger, der dann billig ist. Ja, wir gucken mal hier im unteren Segment. Jemand, der vielleicht nicht so teuer ist, dennoch uns gut verstärken kann. Vielleicht sogar Marc-Oliver Kempf. Er kostet 8 Millionen, aber ich würde aber dann doch gerne noch einen Innenverteidiger haben, einfach, dass wir ein bisschen mehr auch rotieren können, der aber nicht so teuer ist. Ja, Marc-Oliver Kempf wäre da eine ganz gute Variante. Er ist auch wieder jung, haben wir natürlich wieder keinen Leader. Er ist gerade auf der Transferliste. Können gerade mal gucken, wie viel wir für ihn bezahlen müssten. Ja, so 13 Millionen nochmal. Ah, 13 Millionen, er verdient allerdings auch nicht so viel. Und er ist ein guter Spieler. Hamburg ist gerade noch interessiert. Wir machen mal das Angebot für Kempf. 13 Millionen ist eine große Summe und auch eine stolze Summe. Natürlich, wir könnten auch versuchen, Scholz zu holen. Noch, aber ich denke, Kempf ist da nochmal eine ganz gute Variante. Dass wir dann auch nochmal einen vierten haben. Oliver Torres, hoffe ich, ein verbessertes. Ja gut, bieten wir 14 Millionen. Mehr wie 14 Millionen mache ich auf keinen Fall. Gut, Kempf, 4 Jahre. Gucken wir mal, 2,2 Millionen bieten wir ihm. Können wir jetzt gucken, ob wir ihn vielleicht noch bekommen. Ja, nochmal ein verbessertes 2,3 Millionen. Dann sind wir beim gleichen Gehalt wie für Shawcross. Und wechselt. 14 Millionen, alles klar. Ich hoffe, das hat jetzt auch geklappt. Dass sich das nicht wieder gebackt hat. Wenn es sich wieder gebackt hat und der doch nicht zu uns gewechselt ist jetzt, dann haben wir halt nur 3 Innenverteidiger bis zum Winter und müssen gucken, dass wir da durchkommen. Was nicht schlecht wäre, aber machbar, denke ich. Wir warten jetzt gerade mal ab. Ich denke, es werden keine großen Angebote oder auch also keine großen Nachfragen und Angebote kommen. Für unsere Spieler, wir sehen hier, Staphylidis wechselt zu Rosenberg oder Rosenberg. Chambers wechselt zu Lazio Rom. Traoré wechselt. 2,2 Millionen. Gar nicht schlecht. Gut. Hector ist Top 23. Schön. Erste Liga, zweite Liga. Übrigens, Dadachov in der zweiten Liga momentan on fire. Genauso wie Pulisic, also die zwei teuersten Spieler. Pulisic habe ich übrigens gesehen, er ist Stammspieler bei Nürnberg. Hier, wir sehen es. Ne? Pulisic und richtig gut unterwegs. Einen Einsatz gehabt, ein Tor geschossen. Also Pulisic und auch Dadachov beide gut unterwegs. 5 Spiele, 9 Tore bei Dadachov. Also ich glaube, der wird eine richtig starke Saison spielen. Maximilian Arnold, Fußballer des Monats August. Alles klar. Ja, und wir haben jetzt unser Freundschaftsspiel. Und ich glaube, Kempf... Oh, ich habe das aus Versehen jetzt weggedrückt. Ich glaube, Kempf ist nicht zu uns gewechselt, tatsächlich. Nee, tatsächlich ist Marc-Oliver Kempf nicht zu uns gewechselt. Ich hasse das, wenn das passiert, ne? Wir gucken gerade mal Kempf. Marc-Oliver Kempf. Tatsächlich ist da einfach gar nichts passiert. Na, ich hasse das, wenn das passiert. Naja. Können wir jetzt nichts machen. Wir müssen gucken, dass wir mit Oliver Torres dann noch einen Vertrag abschließen, weil den möchte ich dann doch ganz gerne noch haben. Und wir holen jetzt mal ein paar Leute hoch aus der zweiten Mannschaft, würde ich sagen, für das Freundschaftsspiel.
Ulrich kommt nach oben in die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Dann was brauchen wir eigentlich? Ich gucke gerade einfach mal, was wir brauchen. Wir brauchen den Innenverteidiger auf jeden Fall. Sonst haben wir eigentlich alles. Dann nehmen wir einfach mal noch einen Robin Griezmann noch nicht. Vielleicht direkt mal einen Trautmann, der kommt dann mal in die erste Mannschaft. Haben wir gerade erst runtergeschickt. Vielleicht einen Eichhorn, der kommt in die erste Mannschaft mal für das Spiel. Hartl können wir auch mal mit hochnehmen fürs nächste Spiel. Und dann gucken wir mal. Ja, ist ein schönes, volles Trüppchen, was wir jetzt hier haben. Eichhorn sogar als Stammspieler mit dabei. Und sonst würde ich eher sagen, spielen wir mit der Aufstellung schnell das Freundschaftsspiel. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Jetzt habe ich es ausgesprochen und jetzt wird sich wahrscheinlich jemand verletzen. Reden tun wir gleich. Gehen wir rein. Videotext. Machen wir. Gut, sind wir gespannt, wie es ausgeht, das Freundschaftsspiel gegen Saarbrücken. Ah, ich hab's gerade gesagt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ohne Scheiße, was verletzen sich denn diese Saison so viele? Mein Gott. Ich hab's provoziert. Ich hab's echt provoziert, glaube ich. Dadurch, dass ich es angemerkt habe, dass sich einer hätte verletzen können. Gnabry, 5 Tage, kann man verkraften. Ist aber schon wieder scheiße. Aber trotzdem, Mirino heute mit 3 Vorlagen. Ich habe, glaube ich, vergessen einzustellen, dass der Co-Trainer wechseln darf. Auf jeden Fall Mirino heute mit 3 Vorlagen. Özcan mit einem Tor und einer Vorlage. Gyrassi mit einer Vorlage und 2 Toren. Also, das ist eigentlich gar kein schlechtes Freundschaftsspiel gewesen. Wir haben natürlich dominiert. 14:1 Chancen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. 6-0 gewonnen. Und das gibt nochmal gute Moral bei den Spielern, die gespielt haben. Vor allem Gyrassi freut mich. Ja, er hat einfach nur eine Wadenzerrung. Glück für uns. Ich glaube, er kann aber trotzdem nicht spielen. Schürrle ist auch noch 18 Tage verletzt. Was nicht so geil ist. Ich hoffe, jetzt verletzt sich nicht noch einer in der Nationalmannschaft. Ja, also. Ja, Angebot abgegeben. Akzeptiert, aber ist nicht zu uns gewechselt. Camp, schade. Ja, Shaw Cross wäre geil gewesen, wenn der noch gekommen wäre. Modest ist früher fit. Das freut uns. Eine Woche früher als geplant. Das jetzt bitte noch mal ein paar Mal und dann ist er bald schon wieder fit. Ja, Ulrich zurück in der Reserve. Trautmann auch und Hartl auch. So, die spielen halt alle halt in der zweiten Mannschaft. Trautmann dann der neue Stürmer für die zweite Mannschaft. Mit seinen 16 Jahren ist er dann schon Stammstürmer in der zweiten Mannschaft. Finde ich geil. Ja, kann auf jeden Fall Erfahrungen sammeln, die Mannschaft nach vorne bringen. Die Fitness in der zweiten Mannschaft sieht unterirdisch aus einfach. Ich frage mich, warum da halt nicht wirklich trainiert wird irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich das nochmal neu einstellen? Ne, darf er aber machen. Deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig. Naja, Gnabry 5 Tage verletzt. Wir gucken gerade mal rein. Ja, es sind noch mehr wie 5 Tage. Also könnte er sogar wieder fit sein. Firmino wechselt zu Atletico Madrid für 34,5 Millionen. Ja, krass. Wir haben am 9. meisten ausgegeben sogar. Mit dem ersten FC Köln. Nicht schlecht. Und ich habe schon wieder, also ich merke schon wieder, dass ich vergessen habe, meinen Timer zu stellen. Sehr gut. Medizinische Abteilung wurde verbessert. Ja, das brauchen wir auch. Ende des Probetrainings. Nach Meinung des Trainerstabs ist er eine überlegenswerte Ergänzung. Er hat tatsächlich nur eine 70. Sollte man sich finanziell einig werden, hätte er nichts gegen eine Verpflichtung. Ja, er hat tatsächlich nur eine 70. Ist aber da, denke ich, eine ganz gute Ergänzung. Ist, hat natürlich auch gar kein Selbstvertrauen, hat keinen aktuellen Verein, ist ein talentierter Spieler. Ich denke, wir können ihn nicht für nicht allzu viel Geld bekommen. Wir bieten ihm hier noch ein bisschen mehr. Hier noch bieten wir ihm 8% oder sogar 10% beim nächsten Weiterverkauf. Das stört uns nicht großartig. Und dann können wir auch mit dem Gehalt noch ein bisschen runtergehen hier. Geben wir ihm mal 2,6 Millionen. Ich denke, das ist im Rahmen. Wir sagen ihm erstmal, dass er nicht so viel spielen wird. Er hat das Angebot vorliegen. Gucken wir, ob wir Torres bekommen können. Es wäre geil. Also ich denke, er wäre ein Spieler, der uns da durchaus noch ergänzen kann und halt auch für Entlastung sorgt. Also er möchte noch ein bisschen mehr haben.
Ja, dann geben wir ihm 2,8 Millionen. Hat das Angebot vorliegen. Ich denke, das ist ein gutes Gehalt. Er möchte noch mal mehr haben. Oh, Torres, jetzt wird es langsam kritisch. Er kriegt noch eine Freigabe beim Abstieg. Und er kriegt noch etwas für ein internationales. Okay, das macht aber rein gar nichts. Was können wir ihm denn noch mal geben? Bei Abstieg kriegt er nur 10%. Okay, das ist scheißegal. Okay. Was kann man denn noch? Ja, wir könnten noch kein internationaler Wettbewerb sagen. Das will ich aber nicht reinmachen. Bisschen mehr, obwohl mit 4,9, also mit 4.900 ist er dann sogar schon, was die Prämien angeht, ziemlich weit oben in unserer Mannschaft. Möchte ich ihm allerdings gerade auch noch nicht sagen, du wirst auf jeden Fall spielen. Ja, dann geben wir mal 2,9 Millionen und gucken mal, was er dazu sagt. Laut. Das ist allerdings laut gerade. Okay. Erster halt aus, Fußballmanager. Der Sound war gar nicht laut jetzt. Ja, wir sehen hier die nächsten Partien. Wir spielen gegen Gladbach. Derby Time. Ja. Und ich glaube, wir haben ihn. Haben wir ihn verpflichtet? Durften jetzt gerade nicht weitergehen. Derby! Da! Okay, machen wir. Machen wir. Ist okay. Ist okay. Wir haben ihn sogar verpflichtet. Er hat sogar eine 73. Ja. Im offensiven Mittelfeld. Wir werden versuchen, ihn auch auf dem Zentralmittelfeld anzusiedeln. 14 Millionen Marktwert. Ich denke, wir haben gerade ein Schnäppchen gemacht. Ja. Nehmen wir direkt auch mal mit für Jojic. Damit haben wir drei auf der Bank, die nicht wirklich fit sind. Und wir haben welche auf dem Feld, die nicht sonderlich frisch sind. Was mich jetzt schon wieder nervt. Ja, wir könnten eigentlich direkt mal Torres spielen lassen. Dann kriegt er direkt mal ein Spiel, weil er braucht Einsätze jetzt. Golovin braucht eine Pause. Könnten natürlich auch Özcan spielen lassen oder Risse. Oder Jujic. Allerdings möchte ich Torres spielen lassen. Vielleicht ist das gerade gar nicht so eine gute Idee, aber ist jetzt erstmal dahingestellt. Dann bin ich gerade im Überlegen, ob wir Gnabry aufstellen. Er war jetzt verletzt, hat, glaube ich, die ganze Zeit nicht mittrainiert. Ist allerdings ziemlich fit und frisch. Allerdings braucht Risse auch mal wieder Einsatz. Ja, müssen wir gucken. Sörensen lassen wir mal Wanyama spielen, der ist deutlich frischer. Und Hector. Hector lassen wir spielen, der hat eine 89, das geht. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir so ins Spiel. Torres könnte jetzt natürlich eine nicht so gute Entscheidung sein. Das müssen wir aber abwarten. Vielleicht macht er jetzt auch das Spiel seines Lebens. Wir stellen direkt mal die Trainingsziele ein. Wir sagen, dass er sich auch als zentraler Mittelfeldspieler einspielen soll. Und dann machen wir mal. Er hat halt überall schon eigentlich sehr, sehr gute Werte. Langer Pass kann er auf jeden Fall verbessern. Schusskraft könnte er auch verbessern, weil unser Offensiv-Mittelfeldspieler ist auch ziemlich torgefährlich. Oder sollte ziemlich torgefährlich sein. Dann gucken wir mal rein, was er sonst noch so bekommen kann. Kopfballpräzision, Zweikampf. Wir könnten ihn noch in Robustheit trainieren lassen. Und Ausdauer sollte er trainieren und Freistöße. Wenn er sich eingespielt hat auf Mittelfeldspieler, kann er auch Freistöße mal trainieren. Dann soll er zuerst Schusskraft trainieren. Na, als erstes mal Robustheit. Nach dem zentralen Mittelfeld. Weil wir brauchen auch ein bisschen robustere Spieler. Und er sollte vielleicht ein bisschen was an seiner Physis arbeiten noch. Machen wir so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Gegen Gladbach. Stindl, natürlich sehr gefährlicher Spieler. Ich denke, wir können ihn aber gut unter Kontrolle bekommen. Dahoud, hier nicht gewechselt. In echt wechselt er ja jetzt. Hat er hier eine Ausstiegsklausel drin? Das war nämlich Thema das war ein Thema in dem Talk, den wir eben hatten. Übrigens werde ich den Link, sobald der Talk online ist, in die Beschreibung hier packen.
Ich hoffe, er kommt so schnell wie möglich online. War ein sehr interessantes Thema, könnt ihr auf jeden Fall auch gerne vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Gehen wir rein ins Spiel. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel gegen Gladbach. Ich meine, es wird wieder ein schweres Spiel werden, keine Frage. Wir geben ein paar Leuten die Pause, die sie brauchen, ja, um wieder frisch zu sein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Gladbach. Ich hoffe, es geht gut. Bis dahin. Ja, bis dahin. Nein, wir reden vorher noch. Wir reden vorher noch mit der Mannschaft. Natürlich. Schürrle legt Wert auf Gespräche. Wir sagen ihm mal, du musst deine Flanken verbessern. Verspricht im Training noch weiterzumachen. Modest übernimmt mal mehr Verantwortung. Ich will einfach nur irgendwie mit ihm reden. Super letztes Spiel. Ja, Gnabry. Braucht dich in Topform? Nee, Golovin auch nicht. Nee, gib im Training alles. Wir haben schon wieder eine richtig, richtig gute Teamdynamik. Das gefällt mir übertrieben gut. Also nicht zuletzt auch wegen den 150 Punkten, die wir durch unseren Triple bekommen. Aber alles in allem sieht das wieder sehr, sehr gut aus hier, was unsere Teamdynamik angeht. Unfaire Gehälter haben wir zwar zwei Stück, aber das ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt rein. Wir brauchen unser Ritual. Wir gehen nochmal segeln vorher und gehen dann schlussendlich nochmal ein bisschen was in Aktien investieren. Das mache ich eigentlich immer. Zack, mein ganzes Geld in Aktien investieren. Und dann gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Gladbach. Bis gleich. So Leute, willkommen zum vierten Spieltag der Bundesliga und wir sind heute gegen Gladbach dran, Derby-Zeit und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Partie, sehr konzentriert, Ecke von Dahoud, Baumann fängt den Ball sicher, das war gut, manche wären auf der Linie geblieben, aber Baumann auch langsam wieder in alter Form. Nervosität auf beiden Seiten. Janschke verliert als letzter Mann den Ball gegen Bittencourt, holt ihn sich aber wieder. Und einen Rückpass von Hector kriegt Baumann rechtzeitig noch. Dahoud bedient jetzt mal Stindel. Den lässt Weiser schön mit einer Körpertäusche stehen. Aber geht gut am Tor vorbei, der abgefälschte Ball. Und ja, Gladbach gerade auf jeden Fall die deutlich aktivere Mannschaft, so wie es aussieht. Noch bis jetzt keine großen nennenswerten Möglichkeiten von uns. Jetzt mal eine erste Ecke von Mitchell Weiser. Gelangt vor den Strafraum zu Hector, der mit einem schwachen Schüsschen sollte Sommer und hat Sommer auch keine Probleme mit. 15 Minuten gespielt. Bin besonders gespannt auf Torres, der heute direkt mal ins kalte Wasser geworfen wird, nachdem er verpflichtet wurde. Ich denke, er macht heute natürlich dann direkt mal kein so gutes Spiel. Dahoud schießt Gerhard an, der holt einen Eckball heraus. Ja, Torres natürlich heute nicht so gut in seinem Spiel. Baumann kommt heraus, packt sicher zu, hat den Ball. Aber auch die komplette Offensive ist heute nicht so wirklich gut. Also ich glaube, das hängt hier nicht nur an Torres, sondern wir sehen, dass eigentlich ist ab Mittelfeld mittelweise auch nicht wirklich gut unterwegs. Aber jetzt kommt man noch eine Ecke von Weiser. Janschke geht entschlossen gegen den Ball, erreicht diesen vor Merino. Flugkopfball. Kann die Ecke klären, landet aber vor den Füßen von Gyrassi, der mühelos abstaubt. Geil. 1-0. Gyrassi. Und ist das jetzt schon wieder hier die Öffnung des Spiels? Also, dass wir jetzt mal aufdrehen können. Das wäre sehr, sehr geil, wenn das jetzt so die ganze Mannschaft ein bisschen mitreißen würde. Dieses eine Ding jetzt sehr geil gemacht, also sehr glücklich auch für uns natürlich. Nächste Flanke von rechts, Merino setzt sich im Laufduell gegen Janschke durch, köpft aus 9 Metern aber über die Latte. Leider, aber jetzt kommen langsam mal die Möglichkeiten auf unserer Seite. Vielleicht das Momentum jetzt auch da für uns. Schiedsrichter bemüht sich auf Ballhöhe zu bleiben, während Gyrassi gerade eine Pause macht. Johansson läuft sich auf links frei, flankt auf Stindel. Baumann kommt aus dem Tor heraus, sehr, sehr gut heute auch er unterwegs wieder. Bis jetzt hat er noch nichts anbrennen lassen. Klares Foul an Merino, gibt Elfmeter und Gelb für Guardado. Sehr geil, wer wird den Elfmeter schießen? Ich bin mir da nicht so sicher, Gyrassi bestimmt.
Ich weiß nicht, wer da unser Elfmeterschütze ist. Elfmeter. Gyrassi legt sich mal zurecht. Läuft an. Tor 2-0. Bam. Jawohl. Klares Zeichen. Sehr geil gemacht. Merino jetzt auch gut unterwegs. Torres hat sich auch gesteigert. Gefällt mir alles in allem wieder richtig gut, was hier passiert. Ecke nochmal vom Mittelweiser. Fliegt in den Strafraum. Kopfballchance für Gyrassi. Verfehlt das Tor aber um 2 Meter. Da hatte er die Möglichkeit, hier in der ersten Halbzeit das Spiel schon klar zu machen. Aber momentan 2-0, trügerisches Ergebnis, muss man gucken. Aber gefällt mir sehr, sehr gut, was die Mannschaft hier leistet. Erste Halbzeit ist vorbei. Spielerisch haben wir uns auf jeden Fall gesteigert. Vor allen Dingen in der Offensive. Gefällt mir sehr gut. Wir massieren Hector, der hat das dringend nötig. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Hier wird Torres nochmal motiviert. Ich glaube, auch das war wichtig. Gibt nochmal Moral für ihn. Natürlich er hier auch mit keinem Selbstvertrauen. Hat lange nicht gespielt. Hat quasi seit ja, einem guten Jahr, kann man sagen. Oder einem halben Jahr. Ja, ungefähr seit einem guten einem Jahr. Nee, seit gut 8 Monaten hatte er nur ein Spiel. Das ist natürlich für so einen jungen Spieler nicht allzu gut. Trotz dessen hat er einfach seinen Marktwert ungefähr bei 14,5 Millionen gehalten. Über die Zeit jetzt, in dem Jahr. Ist okay, kann man machen. Und wenn wir ihm Spielzeit geben, wird er natürlich dann auch noch wieder selbstbewusster. Vielleicht zu alter Stärke finden. Und bei uns kann er auch natürlich variabel eingesetzt werden. Wenn er sich im Mittelfeld eingespielt hat wieder, auch im zentralen Mittelfeld, dann wird er natürlich auch ein Backup für Merino sein. Und ein Backup für Golovin. Also da hat er auf jeden Fall die Möglichkeiten, bei uns dann auch eingesetzt zu werden. Ja, natürlich wird dann auch mal Özcan, ne, da werde ich ein bisschen variieren auch. Weil wir haben da wirklich viele Spieler, die wir einsetzen können. Ja, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Ist auf jeden Fall eine schöne erste Halbzeit gewesen. Und wir starten direkt mal wieder konzentriert in die zweite. Denn da dürfen wir jetzt nicht großartig was anbrennen lassen. So, wir nähern uns der 60. Minute. Momentan noch nichts passiert großartig in der zweiten Halbzeit. Gibt Gelb hier für Janschke, nachdem er einen Konter von Gyrassi unterbunden hatte. Zweite gelbe Karte hier für die Gladbacher. Ecke wieder von Mitchell Weiser. Bringt den Eckstoß vom Tor weg, segelt aus dem Strafraum heraus vor die Füße von Gyrassi, aber der geht am Tor vorbei, der Schuss von ihm. Schade, aber Gyrassi gefällt mir auch überragend. Klostermann kommt jetzt rein für Schulz. Und ich denke, wir werden jetzt gleich mal wechseln. Wir werden mal Torres rausholen. Erster Einsatz war ganz okay. Golovin kommt rein, nochmal der stärkere Mann. Wir bringen auch mal Risse rein, der sich, denke ich, auch mal wieder einen Einsatz verdient hat. Der auch Spielpraxis braucht natürlich. Und die geben wir ihm. Gnabry war ja auch nicht so gut unterwegs da vorne auf rechts. Kann man auf jeden Fall machen. Dass wir jetzt auch dann Risse reinbringen. Hat ja auch schon oft gezeigt, dass er nochmal ein guter Joker ist. Und wir gucken mal, wen wir als nächstes auswechseln. Vielleicht sogar Bittencourt. Dass wir auf der Position von Bittencourt vielleicht nochmal Podolski bringen. Jonas Hofmann kommt rein für Strobel und Schulz kommt rein für Westergaard. Also da wird eher defensiv gewechselt bei Gladbach. Risse flankt von rechts nochmal. Schulz hat zunächst Probleme damit zu klären, weil er noch frische Innenverteidiger bereinigt vor Gyrassi. So, wir werden jetzt mal, denke ich, noch einmal wechseln. Machen wir den dritten Wechsel auch. Bittencourt geht raus. Podolski kommt rein auf links. Und dann haben wir das. Drei Wechsel, drei offensive Wechsel bei uns, drei eher defensive bei Gladbach. Auch wenn ich Hofmann nicht als ultra-defensiv ansehe. Mireno verlangt scharf vors Tor. Gyrassi lässt geschickt durch. Podolski am Pfosten. Aber er hämmert ihn in die Wolken. Podolski. Was machst du denn? Mach doch das 3-0 bitte. Podolski versucht durchzukommen. Hofmann läuft ihm mal den Ball ab. Ja, vielleicht halt die wenige Spielpraxis bei Podolski. Aber den muss man machen. Gerade wo Gyrassi das so stark macht und ihn durchlässt.
Fans haben aufgegeben, viele machen sich schon auf den Weg nach Hause. Ich denke, das ist auch eine klare Sache, dass wir das hier gewinnen. Eine Minute wird nachgespielt. Und damit nochmal eine Möglichkeit für Gladbach in der letzten Minute quasi. So die letzte Aktion. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Sehenswerte Kombination hier. Schuss von Stindl. Baumann wirft sich mutig hinein. Und Baumann macht hier nochmal die Glanzparade zum Ende. Sichert hier uns nochmal das zu Null. Aber nochmal die Möglichkeit. Ecke nochmal von Dahoud. Zieht die Ecke aufs Tor. Verwandelt sie direkt. Bitte was? Dahoud verwandelt hier eine Ecke direkt. Schlusspfiff. Wir gehen hier nicht zu Null. Sehen nochmal ein Traumtor von Dahoud. Alter. Wer kann denn damit rechnen? Da steht auch Oliver Baumann unglaublich vollkommen überrascht dadurch. Was soll man denn dagegen machen? Da macht er einfach ein Eckentor. Ein direktes. Aber wir haben gewonnen. 2:1. Wir entscheiden hier das Derby für uns. Nochmal ein wichtiges Signal. Wanyama heute ultra gut gewesen. Gyrassi gefällt mir auch sehr gut. Risse hat auch eine gute Note bekommen. Golovin nicht so. Erster Auftritt von Torres war auch okay. Und wir gehen rein in den Nachbericht. Bis gleich. So Leute, Nachbericht. Gyrassi heute mit 2 Toren. Ein Abstauber, könnte man jetzt sagen. Ne? Aber da stand er halt genau richtig. Da muss er stehen als Stürmer. Macht er sehr, sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut, was Gyrassi hier macht. Wanyama, bester Spieler bei uns. Auch bester Spieler generell. Spieler des Spiels ist er auch geworden. Ist richtig gut unterwegs momentan, der Gute. Ja, wir haben uns gut durchgesetzt. 60% Ballbesitz auf unserer Seite, 7:3 Chancen. Ich denke, das haben wir uns verdient heute, dass wir hier gewonnen haben. Sind damit auf dem 5. Platz runter wegen der Tordifferenz. Aber ich denke, die Punkte, 8 Punkte aus 4 Spielen, ist okay für uns. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Keiner von uns in der Mannschaft der Woche. Gyrassi als drittbester Torschütze und hat jetzt in 3 Spielen 3 Tore gemacht. Also das ist auch schon mal wieder eine Statistik, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Ja, verbessert sich natürlich auch immer weiter. Sehr geil. Zweitbeste Mannschaft heute wieder. Also wir machen echt gute Spiele, was die Noten angeht. Meistens nicht von Beginn an. Wir steigern uns eher, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, was wir hier abliefern. Beste Spieler, Gyrassi auf Platz 4, Timo Werner mit 6 Toren, immer noch auf Platz 1. Moritz Hartmann auch mit 3 Toren schon bei Wolfsburg. Lasogga auch, ja, aber ich denke, das kann sich alles ganz gut sehen lassen. Gehen wir rein, oder gehen wir weiter, eher gesagt. Gyrassi schießt die Gladbacher ab. Ja, würde ich aber eher sagen, Dahoud mit Traumtor. Was halt durch die Niederlage so ein bisschen geschmälert wird, aber das war ein ganz klares Traumtor, was Dahoud da gemacht hat. Gnabry ist wieder fit, haben wir eben schon. Aligi ist begeistert. Natürlich, er hatte ja bemängelt, dass durch Högers Abgang, dass wir unbedingt einen neuen Mann brauchen. Wir haben ihm Torres gegeben. Ich denke, Torres wird noch eine ganze Weile brauchen, bis er dann auf seiner alten Stärke wieder ist. Aber wenn er das ist, wird er einer unserer Besten werden, auf jeden Fall. Gut, er darf in der Champions League nicht spielen. Da müssen wir dann wieder mit Golovin ran, weil als nächstes haben wir mit Lazio unser erstes Champions League Spiel. Da, das fühlt sich gut an. Es fühlt sich richtig gut an, dass wir in der Champions League spielen. Jetzt ist natürlich Hector vielleicht nicht fit bis dahin, richtig, aber er spielt trotzdem. Wir spielen unentschieden in der zweiten Mannschaft. Leon Augusto fällt aus. Gegen Wegberg Beek. Okay, kann man so machen. Unentschieden ist keine Niederlage. Wir fahren in die wunderschöne Hauptstadt Italiens. Kein ausverkauftes Stadion erwartet. Und wir gehen, denke ich, sogar als Favorit hier rein in das Spiel. Kann man, denke ich, auch so stehen lassen. Real Madrid gegen Arsenal im ersten Spiel. Özil
Boah, da treffen wir auf Leute. Das ist unglaublich. Topstar auf dem Feld ist Jonas Hector. Wir stellen sogar den Topstar in diesem Spiel gegen Lazio Rom. Wir müssen mal gucken, was die denn alles so haben. Also die haben auch auf jeden Fall eine ziemlich talentierte Mannschaft. Benkovic auch sehr talentiert. Balde, also die haben da einige. Davy Selke haben sie sich ja gekauft. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das wird gar nicht mal so einfach gegen Rom. Aber ich denke, wir können das ganz gut machen. Hector geht natürlich ins nicht dahin auf Weisers Position, sondern ins defensive Mittelfeld. Gerhard hat gute Leistungen gebracht. Wir sind ziemlich gut drauf. Risse wird mal Stamm spielen, auf jeden Fall. Den werde ich auch Stamm spielen lassen. Für Gnabry, der nicht so gut war. Risse momentan richtig gut drauf. Der kriegt den Einsatz. Gut, dann haben wir auch Jojic wieder mit dabei. Nehmen wir auch so mit. Nehmen wir auch so mit für die Champions League jetzt. Sören sind auch wieder frisch dabei. Also die Mannschaft sieht gut aus für die Champions League. Die es dann morgen geben wird. Ja. Die wird es dann morgen geben. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge Fußballmanager. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die schon wieder geworden ist. Ich habe einmal Pi mal Daumen nach Gefühl jetzt mal aufgenommen. Gucken wir, wie lang die geworden ist. Wenn die keine 20 Minuten lang war, dann tut's mir leid. Nächstes Mal wieder mit Timer. Ja, wir haben heute wieder gewonnen. War ein gutes Spiel. Wir haben Torres verpflichtet, was, denke ich, nochmal eine sehr, sehr gute Verpflichtung war. Er darf jetzt leider nicht in der Champions League spielen, da wir ihn zu spät geholt haben. Und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch oder hört euch den Fußball-Talk an, den ich zusammen mit, oder wo ich dabei war, bei Kalle. Auf dem Kanal ist unten in der Videobeschreibung der Kanal und in der Videobeschreibung wird dann auch der Link zu dem Fußball-Talk stehen. Wir hören uns da in den Kommentaren wieder. Ich werde auf jeden Fall auch die Kommentare da lesen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, dem Kalle dann noch ein Abo dazulassen. Haut rein, bis dann.